Was ist jetzt los? So. Was ist los? Jawohl, genau, jetzt. Aber natürlich die komplette Welt in Luft auflösen. Ja, genau, so ist das. So, wir nehmen jetzt das Schwert, damit wir weiter den Unsinn machen. So, was kann man noch? Genau. Steinset, genau. Wir können jetzt zum Beispiel hier eine Hütte hinbauen. Und dann fangt er wieder an. Hier mit seinem. Dann geht er in die Luft und fangt an, die Hütte dort aufzubauen. Da gibt es ein Schloss, was schon von Haus aus da ist. Und dann diese Hütte zum Beispiel. Also ich finde es wirklich super. So, dann schauen wir uns natürlich gleich das nächste noch mit an. Dann würde ich sagen, bauen wir doch gleich noch ein Schloss mit hin. Da müssen wir natürlich jetzt gucken, wo bauen wir das hin. Hier kann man das. So, dann kann man das mal anschauen, wie das dann aussieht. Ah, jetzt hat er aufgehört. Nein, das wollen wir nicht. So, komm. Ja, jetzt ja, genau. So. Dann müssen wir warten, bis er das fertig hat. Der berechnet das ja natürlich erst, bis er logisch. Dann muss er da unten den Boden abklecken und so weiter. Aber am Schluss haben wir dann die Burg da stehen. Und da fängt er jetzt ja an. Und hier hat gerade was geblitzt. Das heißt, das ist was ich noch entdeckt habe. Ich kann ihn gleich nochmal aufmachen dann. So, die Burg dauert am längsten. Da kann man, ich baue jetzt die Sachen hier mal auf, dann können wir uns die mal anschauen. So, was haben wir sonst noch? Tori-Tor, dann Schloss 2 und Schloss 1. Komm, lassen wir uns das zweite auch noch aufbauen. Das ist zwar jetzt dann nur kleines, aber macht etwas her, das Spiel. Was ist jetzt das hier? Automatisch bauen an, aha. Abflachen an, okay. So, der flacht es halt dann automatisch an, der passt es automatisch dann an. So, ja, jetzt ist er ins Wasser gefallen. Wir schauen jetzt gleich die Gebäude dann an, aber ich möchte nur schauen, was wir sonst noch so haben. Zum Beispiel da ein Turm. Dann, ah ja, hier, Häuschen 2. Das können wir auch nicht schnell aufbauen. Ah, jetzt ist der Heli wahrscheinlich im Weg. Ah, es schaut schon cool aus, wie das dann funktioniert, wie der das aufbaut. Ah, scheiße, abgebrochen. Nein, der macht weiter, cool. So. Was haben wir denn sonst noch? Also man kann da dann richtig schöne Hallen quasi erstellen. Hier kann man zum Beispiel Türme bauen. Ja, das ist jetzt zum Beispiel Sachen, die interessieren mich weniger. Kann man da Steinhenge, okay, dann Häuschen Nummer 2, Nummer 1, lassen wir es gleich hier hinstellen. Das ist natürlich die Art und Weise, wie das dann funktioniert, ganz gut. Natürlich kann man auch selber Häuser bauen. Man hat ja die ganzen Teile. So, dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter rüber. Wir schauen jetzt dann uns alle mal an, aber ich möchte einfach mal schauen, was man sonst noch so bauen kann. So. Dann haben wir das hier. Die kennen die Sachen. Ah, gut, Lebkuchenhaus. Naja, kann man zu Weihnachten bauen. Dann Pyramiden könnte man bauen. Hier zum Beispiel. Felsplateau. Jetzt stellt er uns hier den richtig großen Fels hin.
Also voll super. Und da kann man natürlich dann die ganze Welt damit gestalten. Wenn man dann sagt, okay, komm, bau mir jetzt hier auch nochmal eins hin. Und dann gehen die nämlich ineinander rein. Und so kann man sich selber sein, quasi seine Ding erstellen, seine Berglandschaft. Also ist ja cool. So. Ja, oder dann einfach hier Baum an Baum dahin pflanzen. Also. Super. Ja gut, der ist jetzt schon gut. Schaut ganz gut aus. Schauen wir hier einen Baum an. So, aber jetzt schauen wir uns natürlich erstmal an, was dann in den Gebäuden so drin ist. So, jetzt haben wir hier natürlich diese Hütte, die kommt dann eher, ja, wie für so eine Westernstadt oder was, auch immer. Natürlich könnten wir das Ganze natürlich auch viel, viel schöner anders bauen. Aber man hat da schon mal eine Hütte stehen. Was da natürlich in Zukunft kommt, das weiß ich natürlich nicht, was da noch alles geplant ist. So, dann schauen wir uns mal unser Schlösslein an. Hopp. So, hier, voll genial. Voll sauber. Ups, sogar mit Keller. Yo, mit Kerker. Ach, das ist super, das habe ich doch gar nicht gesehen. Da ist der erste schon eingesperrt. Hehe, komm doch, hau zu. Haha. Was haben wir da? Ai. Okay, Reagenzien oder irgendwie sowas. Ja, komm, da raus hier. Dann schauen wir gleich mal noch hier rüber. Was haben wir hier alles? Das sind natürlich jetzt die Sachen, die was draußen waren, natürlich alle mit eingebaut. Ach, wo kommst denn du her? Ja? Ja, und so sieht es dann aus, wenn die sterben. Ach. Ich zerstör gerade mein schönes Schloss. Also man kann das so auch zerstören, oder? Oh, auf alle Fälle Assassin's Creed. Also wirklich cool. Finde ich voll genial. Hier dann. Oh! Ach, der zaubert! Hey! Ja, cool. So, auf alle Fälle. Und hoch mit dir. Hopp, hopp. Und hopp. Hey, komm, hopp, 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 hopp. Hey, das war schon weiter hoch. Jawohl, jetzt ist er oben. Also cool. Das ist schon genial. Also man kann da wirklich, ich denke mal, da wird noch sehr viel kommen. Was natürlich echt super ist. Also mit Zaubern wusste ich noch gar nicht, dass das geht. Also sprich, haben wir da irgendwo jemanden? Und das hört sich natürlich dann so an, wie wenn man Lego-Kasten ausleert. Hey! Haha! Hehe, komm! Ja, ist schon super, ist schon spitzenmäßig. Das ist der Taucher. So, was haben wir denn noch gebaut? Wir haben noch andere kleine Häuser gebaut. Und da möchte ich euch später natürlich noch was zeigen. Ah, da haben wir wieder was in der. Oh, ein Herz. Genau, da kann man dann sein Leben immer wieder auffüllen mit den Herzen. Und schon sind wir wieder voll. So, da haben wir hier natürlich auch ein Häuschen. Ups, da ist aber einiges schief gegangen bei dem Bau von diesem Häuschen.
Aber mit Feuer. Oh, Scheiße. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht immer die falsche Taste drücke. Ja, da kommt man nicht hoch, okay. Natürlich, also wenn man selber baut, kann man sich natürlich das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Aber was noch cool ist, das zeige ich euch jetzt. Ach, das ist scharf. Vielleicht irgendwas. Mann, ich will das scharf haben. Ja, ich hab's. Haha. Aber wenn man das so anschaut, die Stadt und die Häuser, die schaut schon cool aus in der, von der Ferne. So, das ist frei. Jetzt kann man das natürlich freischalten. Und zwar hier unter Kreaturen. Und dann kann man das freischalten und jetzt hat man das jedes Mal. Ein Adler hat man zum Beispiel. Das ist natürlich besonders episch. Weil das gleich irgendwie voll irgendwie cool ist. So. Und. Du sollst fliegen, hallo. Oh, fliegt er jetzt nicht? Etta. Oh, cool. Also ist schon genial. Kann man sagen, was man will? Einfach super. So, und jetzt wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar dazu gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Brauchen wir ein bisschen eine gute Fläche. Und hier haben wir einen Berg. Okay, so. Jetzt passt mal auf. Jetzt zeige ich euch noch was. Was wirklich genial ist. Das war glaube ich hier. Nein, hier. Und zwar der Powerbohrer. So. Und jetzt geht's nämlich los. Der bohrt sich voll in den Fels rein. Wieder zurück. Jetzt ist Wassereinbruch, oder? Jetzt ist er kaputt. Ja. Was ist jetzt los? Hallo? Ah, da sind wir. Wir sind jetzt durchgebrochen. Das heißt, wenn wir jetzt schauen, ob wir den noch wieder sehen. Ah ja, da. Ja, auf dem Pferd kann man auch reiten. So, wo sind wir jetzt hier durch? Ich glaube, da hinten war das irgendwo. Na, wo ist jetzt das Loch? Hier muss es doch irgendwo sein, wo wir angefangen haben. Durchzubuddeln. Hallo? Loch? Wo bist du? Ah, da haben wir was Neues. Da blitzt. Also wenn irgendwo was Neues gibt, was wir nicht entdeckt haben, dann blitzt es auf. Und dann habt ihr das im Inventar. Ah, eine Truhe. So, wo ist jetzt das Loch hin? Wo wir hier gebuddelt haben.
Dann muss hier irgendwas sein.